Geht dir jetzt schon die Luft aus? Nee, aber ich musste lachen, weil das für so die Unterbrechung war nicht beabsichtigt. Oh. Oh, jetzt hast du voll in meine Ansage reingequatscht, Basti. Na toll. Ich schneide das einfach ein bisschen eher. Okay. Nein! Wir spielen die Trials Fusion und wir, das sind Basti und ich, wie immer. Die meisten zumindest. Kann die Körperkraft mit zumindest mithalten mit der Motorenkraft? Man weiß es nicht. Ich glaube, das ist aber auch, man müsste dafür aber auch zwei Fahrer mit gleicher Fähigkeit nebeneinander halten, ne? Ja, stimmt, das ist so ein bisschen unfair für dich, ne? Ja, richtig. Hier, ich habe einen Tipp für alle, die jetzt bei der Hitze draußen, ja, gerne mal ein gekühltes Getränk genießen wollen. Wenn man eine PET-Flasche, am besten so dieses weiche Plastik, ne, wenn man die, wenn man da halt so ein, so was weiß ich, 100 Milliliter Wasser reinfüllt, die zusammendrückt und dann diese zusammengedrückte Flasche in das Gefrierfach stellt, dann kann man einfach in diese Flasche hinterher, wenn das Wasser gefroren ist, kann man einfach sein Getränk reingießen und dann hat man quasi eine Flasche mit Eiswürfeln. Basti, ich bin getrennt worden. Ja, das sehe ich auch gerade. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil deine Internetverbindung doch nicht so gut ist. Du klingst nämlich auch ein bisschen seltsam. Dann, oh Mist, ich kann auch den Upload nicht abbrechen. Schnucki. Wie, du kannst den Upload nicht abbrechen? Na, jetzt klingst du wieder gut, aber während der Strecken scheint es irgendwie... Egal, wir versuchen es einfach nochmal. Okay. Ich gehe mal raus hier. Okay. Ja. Mehr Spieler. Nein. Spieler einladen. Das bist du, Fred. So. Und jetzt hast du eine Einladung bekommen. Ist das richtig? Ja, vielleicht. Ja, hier. Annehmen. Ich komme. Erotisme. So, privates Spiel. Jetzt muss ich natürlich wieder alle Strecken raussuchen. Oh. Oh. Guck mal, dann können die Leute mal hinter die Kulissen gucken. Ja. Oder ich schneide das raus. Mal sehen, wie schlecht das hier teilweise gemacht ist. Muss unter in die Favoriten gehen und dann ist es einfach nicht sortiert. Der Scheiß ist einfach nicht sortiert nach nix. Trotzdem weiß ich, glaube ich, ungefähr, wo sich denn... Was? 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 Bogen jetzt? Was hältst du denn davon? Das ist doch ein super Trick, oder nicht, Basti? Das ist der absolute Wahnsinn. Ich krieg mich kaum noch ein, Fred. Du bist ein krasser Typ. Geh los. Das macht dich doch nicht darüber lustig. Das ist doch... Meine ich. Ich hab doch gesagt, du bist ein krasser Typ. Ja, ja. Das meinst du aber nicht ernst. Ja, doch. Was für funky Music. So, jetzt bin ich da. Wir haben ja neulich nach Themen gefragt bei der vorletzten Folge. Oh. Oder ja. So, ne? Ja. Und hast du da nochmal reingeguckt jetzt? Nein. Super, ich auch nicht. Sehr gut. Was habe ich denn noch so im Kopf, was da stand? Es ist natürlich jetzt total peinlich, wenn wir das nicht, wenn wir das jetzt nicht... Ja, wieso? Nee, wir können ja sagen, wir haben die Folgen hier alle hintereinander aufgenommen und so und können deswegen jetzt noch gar nicht gucken. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Ach, es ist nie zu spät. Fred, im Leben ist es nie zu spät. Na, die letzte Folge ist ja noch nicht draußen, wo wir das aufnehmen, aber die vorletzte Folge, da haben wir schon gefragt. Ja, nee. Das wissen die Leute ja nicht. Ja, okay, richtig. Wenn du es also, ihnen nicht erzählst. Tut uns leid, die Folgen, wir nehmen halt jetzt gerade am Stück auf. Ja, genau, wir nehmen gerade 5 Folgen am Stück auf. Deswegen können wir leider noch nicht auf die Themen eingehen. Das machen wir dann später. Ja. Irgendwie bei der nächsten Aufnahme. Sag mal, warum verkacke ich hier denn so, Basti?
Ich weiß es nicht. Hast du die Pit Viper? Ja. Ich auch. Komisch. Au. Ich finde ja, dass sie haben zwar Frauen in das Spiel gebracht, aber ich finde, die halten ihren Arsch voll seltsam. Das ist voll frauenfeindlich. Warum? Guck dir mal den Arsch an. Nein! Nein! Ja, ist das schön! Die hat einfach jetzt fetten Arsch. Jetzt verstehe ich, wie du dich immer fühlst. Du hast ja die davor ja gewonnen, ne? Die ja, das, da habe ich ja quasi 40 Punkte noch. Bitte? Bin ins Ziel gekommen. Nee, du bist ins Ziel gekommen? Ja. Dann weiß ich nicht. Du bist mich auf jeden Fall vorne jetzt. Das steht ja wohl schon mal fest. Ja, ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl, Basti. Wo du aber gerade eben von der Hitze gesprochen hast, bei mir ist es gar nicht mehr so heiß. Nee, hier auch nicht. Heute regnet es auch. Weil ich habe halt einfach nur daran gedacht, dass man das vielleicht mal, man kann ja mal so praktische Tipps auch mal geben, ne? Kann man ja mal machen, so Lifehacks, ja. Was hältst du von Lifehacks so im Allgemeinen? Manchmal sind die ja echt ganz klug, ne? Ja, aber manchmal sind sie auch. Also das ist schon wieder so ein komischer Trend irgendwie. Manchmal sind die Sachen ja, wie du halt sagst, manchmal sind die Sachen echt gut, aber irgendwie ist es schon wieder so eine Sache so. Jeder denkt sich irgendwas aus, nur damit er auch einen Lifehack hat. Ja, ja, das sind dann aber keine richtigen. Das sind ja dann keine richtigen Lifehacks. Das ist dann einfach nur irgendwas. Aua. Blödes. Verstehst du? Sag mal, was ist denn hier los? Das frage ich mich auch gerade, Fried. Nein, hör auf damit. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Wenn du jetzt nicht ins Ziel kommst, Basti, dann liege ich vorne. Mit der letzten Strecke. Mit der ersten Strecke, meine ich. Ja. Na! Gib Gas! Nein! Ja! Nein. Ja! Ach, verdammt, ey. So eine Scheiße. Die letzten 2 Sekunden oder so waren's, ne? Aber trotzdem, nee, doch nicht. Ich bin jetzt trotzdem nach vorne, ne? Ja. Ja, jetzt hier schon. Oder? Nee, ja, insgesamt meine ich. Doch, doch, ja, ja, doch, doch, doch. Mit der Strecke, die müsste da, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ist ja auch egal, Fried. Wir spielen nicht gegeneinander. Ich müsste eigentlich 16 Punkte mehr haben. Genauso wie, ach nee, gar nicht wahr. Ich habe die Strecke nicht geschafft, ne? Ja. Ich müsste noch knapp vorne sein. Basti. Ihr könnt ja einfach mal unter das Video, du bist wieder raus. Ja, ich bin wieder raus. Ja. Fred, ey. Das liegt wahrscheinlich nicht am Spiel, da muss man auch mal sagen. Ne? Das liegt daran, dass ich nebenbei halt eine Folge hochlade. Und ja. Muss man langsam einstellen, den Kram. Ja, ich habe das Programm gar nicht mehr installiert, weil ich in letzter Zeit überhaupt gar keine Probleme mehr mit so diesen Dingen hatte. Bis zum 20. Mal diese Strecken raussuchen, Mann. Du musst ja zum Beispiel die ersten 2 von gerade nicht mehr raussuchen. So. Oh, ich glaube, wir haben uns nicht gemutet. Ich habe dich gemutet. Gut, dann mutest du ja alles. Das ist gut. Hä, wieso mute ich alles? Na, du mutest auch dich dann für mich. Nur einer muss muten. Echt? Ja, man mutet sowohl den Lautsprecher als auch das Mikrofon. Das ist ja schön. If you know what I mean. Du bist wieder raus, Fred. Das ist voll gut. Komm, lass die Strecke noch schnell fahren, dann muss ich den Upload abbrechen. Mist. Dann kommt heute halt keine Folge 7 Days to Die. Pff, Basti. Wieso? Wenn du den jetzt abbrichst, dann nimmt YouTube doch das wieder auf. Ja? Habe ich noch nie wirklich benutzt. Wenn du innerhalb von 24 Stunden den Upload wieder anfängst, dann... Muss ich dann einfach ganz normal, so als würde ich... Einfach nur, als du mal wieder hochladen, klar. Genau, richtig. Und dann registriert YouTube... Oh, ich habe dich nicht eingeladen. Hast du jetzt einfach gestartet? Ja, ja, ja. Ich habe rausgesucht und gesucht und gestartet. Dein so, Siegeswillen ist auch unfassbar.
Ja, es ist einfach. Verzichtest sogar auf Mitspieler. Nur für die Möglichkeit zu gewinnen. So. Das kann ich annehmen. Ist gut. Was machst du da? Ich klapper hier mit meiner Tastatur. Achso, oh, jetzt höre ich dich. Das ist komisch. Ich habe dich jetzt gemutet erst. Ja, aber ja, gut, ich hatte, bevor du reingekommen bist, hatte ich schon gemutet. Deswegen hat er das wahrscheinlich nicht registriert. Nein, verdammt, da ist noch eine Strecke mit reingeflutscht. Was war das denn? Naja, egal. So, Fred, du bist jetzt noch drin, ne? Noch ja. Noch ist er drin. Ich bin drin. Er ist noch immer drin. Aha. Es passiert nichts. Oh. Oh. Oh, Mist. Da ist er wieder raus. Dann breche ich jetzt mal ganz schnell den Upload ab. Das liegt dann wohl daran, dass die Strecke bei dir nicht runtergeladen wird. Das könnte sein. So, jetzt lad mich nochmal ein, komm. Ist ein bisschen, komm. Gibt ein paar Probleme, aber das ist halt, so ist das Leben, weißt du? So ist die, das ja, Leben es gibt und das immer Leben, auch Probleme. Das Leben ist wie diese Folgen hier. Also, wie, wenn wir jetzt zwei Dinge tun, dann ist das wie das Leben. Im Leben gibt es wahrscheinlich sogar noch schlimmere Probleme. Nee, glaube ich noch nicht. Mehr. So, Fred, jetzt aber. Guck dir das an. Ich bin so aufgeregt. Aha, das ist so geil. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so erregt. Fred ist noch da. Ich bin noch da. Fred ist noch mal da. Ist jetzt nicht wesentlich besser als gerade. Ich habe den Upload abgebrochen. Oh, jetzt. Jetzt passiert was. Ja, nehmen wir mir nicht, aber ja. Doch, ja. Jetzt hier, guck ja. Da. Ja. Ja. Die Sache ist ja die, ne? Das hier ist eine schwere Strecke. Ich sitze so. Oh. Gott. Sag mal. Boah. Ah, scheiße, ich krieg ja einfach keinen Speed drauf. Uiuiui, Fred. Huiuiui. Hier muss der Sprung muss stimmen. Ja. Warte. Nee. Hallo. So, warte mal. Ja. Ja, man muss einfach stehen bleiben, das denke ich mir jetzt auch nur. Jetzt schaffe ich sie, jetzt komme ich nicht mehr rüber, ey. Ich glaub's. Ich hab's die ganze Zeit geschafft, rüber zu kommen, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Oh. Uhu, ich schaff's. Ich bin der beste Trials-Fahrer von die Welt. Oh, da ist er ja auch. Ich bin da, ja, aber das ist trotzdem nicht ganz so. Nein! Mann! Mann, bin ich irgendwie. Bin ich jetzt so ein Trial. Hab ich irgendwie. Bin ich doof? So, jetzt. Oh. Ja. Ach, Mann. Genau so geht das Lied weiter. Wieso komme ich denn hier nicht hoch, Fred? Vielleicht bist du nicht erregt genug. Was mag sein? Die Brüste! Gab's hier einen Checkpoint? Nein, toll. Wieso gab's denn da keinen Checkpoint, Fred, Mann? Na, weil ich das Spiel mobben möchte. Es möchte es nicht nur, sondern es tut es. Oh, da hätte ich gar nicht neu starten. Ich habe gerade auch überhaupt nicht das richtige Feeling irgendwie für dieses Spiel. I got a feeling that tonight's gonna be good night.
Tonight's gonna be a good night. Tonight is gonna be a good night. A feeling. Yep. Tonight, meine Nase juckt. Das ist ja. Oh. Muss ich direkt mal kratzen. Meine Nase, die juckt so hart. Die juckt so sehr. Basti, du schaffst es nicht mehr. Nee. Und ich bin Erster, sogar in der Gesamtwertung vielleicht, möglicherweise, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, nee, bist du auf jeden Fall, weil ich schaff's jetzt nicht, du warst in den anderen besser. Ja. Hätte ich eine das gleicht jetzt quasi die erste Strecke aus. Dann genau, warst du aber bei der einen, warst du schneller. Da bin ich dann ins Ziel gekommen, bei der anderen war ich schneller und da bist du auch noch ins Ziel gekommen. Oh, ja, ich habe genau das Spiel gedrückt. Also ungefähr gleich, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Wir sind auf jeden Fall, ja. Ich würde auch sagen, dass wir quasi diese Folge jetzt beenden, da die so ein Durcheinander in sich barg. Ich hoffe einfach, dass es beim nächsten Mal dann glatter läuft. Das passiert ja manchmal. Bis dann. Das war quasi wie... Ach so. wie Tschüss. Auf Wiedersehen. Erzähl ruhig weiter, Basti. Lass dich nicht aufhalten. Nee, die Folge ist jetzt vorbei. Nee, bei mir noch nicht. Bei mir das. Mit meinen Zuschauern darfst du noch weiterreden, Basti. Ihr habt alle kleine Penisse. Ich habe auch weibliche Zuschauer. Ja, die haben erst recht kleine Penisse. Na gut, dann jetzt tschüss. Tschüss.